Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, was ich schon öfters mal mit angeschnitten habe, aber nie so richtig mit richtigen Zahlen unterlegt oder unterfüttern konnte. Und zwar geht es darum, welche Kosten haben denn eigentlich jetzt tatsächlich die Verbrenner, was für Kosten müssten eigentlich noch draufgerechnet werden, damit der Spritpreis, der an der Tankstelle bezahlt werden würde, dass der also nicht mehr subventioniert eben ist. Ne? Und wir kennen alle die Spritpreise, die jetzt an den Tankstellen da momentan stehen. Und on top of that sozusagen müsste man also noch 1,90 Euro rechnen. Das ist ja mehr als das Doppelte. Und da würden dann alle Kosten mit abgedeckt sein, die so bei einem Liter Sprit sozusagen entstehen. Ja, welche Kosten fallen da zum Beispiel drunter? Da fallen natürlich jetzt mal drunter die Kosten fürs Gesundheitssystem, die also zusätzlich durch das Bewegen des Fahrzeuges durchschnittlich entstehen. Zum einen halt natürlich Unfälle, die also durch das Auto entstehen. Das ist jetzt mal was, was für jedes Auto zutreffen würde. Das glaube ich alleine sind schon 50% oder so. Die ja dann eigentlich abgedeckt sind, also über Versicherung. Also was von der Fahrzeugversicherung getragen wird, fließt da nicht mit rein, weil das ist ja schon implizit bezahlt. Aber was zum Beispiel von externen Versicherungen übernommen wird, die also jetzt nicht direkt vom Fahrzeugführer bezahlt werden, also beispielsweise die Krankenversicherung von einem Verunfallten, die muss ja auch hat da jetzt auch Ausgaben, wenn zum Beispiel irgendjemand halt eben zu Schaden kommt, und das trägt dann normalerweise die Krankenkasse. Und die Kosten fallen natürlich prinzipiell schon mal an, weil ja, die wären ja so nicht gewesen, wenn man nicht mit dem Fahrzeug gefahren wäre. Dann kommen auch noch Kosten, und die sind glaube ich auch da mit drin, soweit ich weiß. Die Kosten von Folgeerkrankungen durch schlechte Luft, durch Lärm. All das ist da mit rein gerechnet, dass also quasi die Emissionen, die also da die Leute einatmen müssen und die ja auch irgendwo bezahlt werden müssen, das zahlen ja immer noch die Krankenkassen, dass das darüber auch abgegolten ist. Ja, ein E-Golf kommt mir da gerade entgegen. Ansonsten sind da natürlich noch andere Sachen mit rein, also zum Beispiel das, was die Fahrzeuge an sonstigen Umweltschaden anrichten, der nicht bezahlt ist. Also zum Beispiel die CO2-Emissionen werden da auch mit rein vergütet. Alles Mögliche auch noch. Ne? Also Abnutzung von den Straßen, die jetzt so direkt nicht von der Steuer getragen wird. Solche Geschichten. Detailliert kann man sich, denke ich mal, in der Studie anschauen. Das ist sicherlich mal bestimmt ganz interessant zu sehen, was da alles für Faktoren dann eben noch reinspießen. Ja, interessant ist es also schon mal zu sehen. Und ach ja, ein wesentlicher oder ein großer Punkt ist auch mit einem sehr hohen Prozentsatz mit reinfließt, ist natürlich die Beschaffung, in Klammern Beschaffungskriminalität könnte man schon fast sagen, des Erdöls. Also das ist auch noch ein ziemlich großer Batzen, der da also mit reinfließt und da also da auch noch mit zuschlägt. Jo, 1,90 Euro in einem Liter Sprit. Ich würde mal interessieren, wie es dann
ausschauen würde pro Kilowattstunde Strom, was daran anteilmäßig eben wäre, gibt es wahrscheinlich noch keine so richtigen Studien. Das wäre dann auch mal interessant, das zu sehen, wie man das dann herunterbrechen könnte, was da dann eigentlich auf die Kilowattstunde Strom on top eben drauf getan werden müsste. Das wäre mal interessant. Jo, 1,90 Euro die externen Kosten eines Liters Benzins, und da braucht schon mal keiner dann mehr sagen, der Sprit ist nicht subventioniert. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.